Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic, wo wir in der letzten Folge die freie Mine angegriffen haben, uns einen Weg gebahnt haben durch Gardistenhorden und Minecrawler und auch mit Gorn hatten wir zu kämpfen. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Aufnahme, die ich hier starte. Weil der gute Gorn einfach irgendwie manchmal echt zu blöd ist, diese Treppen zu benutzen. Da stellt er sich ganz gewaltig an. Bin mal gespannt, ob es jetzt endlich klappt. Vielleicht schafft er es ja diesmal die Treppe hoch. Es wäre ja fantastisch. Ich habe mir das echt nicht so schlimm hier vorgestellt, so verbuggt mit dem Kerl. Aber was soll's, irgendwie muss es ja hinhauen. Weil wenn er jetzt da unten wieder an der Leiter rumsteht, dann flipp ich aus. Bitte, 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 komm. Bitte. Hm? Lieber Gorn. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Hm? Hm? Aber wie zu erwarten war, schafft das natürlich nicht und rennt da unten seine Kreise ab. Okay, wir lassen ihn jetzt einfach nochmal da. Kann's ja nicht ändern, wenn er einfach zu doof ist, um Leitern zu benutzen. Mal sehen, vielleicht schafft das ja noch irgendwann. Da werden wir auch schon gleich beschossen. Keine Gnade! Und jetzt schnell da hinten hin zu dem. Denn die machen ganz schön Schaden mit ihren blöden Armbrüsten. Nein! Jetzt schnell ein paar Tränke kippen, die Leute umbringen, weil die stehen ja auch immer wieder natürlich auf. Du wirst wenig genau, und fallen Zeit uns wahrscheinlich gleich schon wieder an. Ja. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du musst auch noch sterben, zack. Da kommt der andere auch wieder. Das ist so blöd gemacht, wirklich. Dass die immer wieder aufstehen. Obwohl wir ja eigentlich schon feindlich gesinnt sind. Und normalerweise, zumindest in den anderen Gothic-Teilen war das dann so, dass die halt einfach dann irgendwann, ja, einfach mit nach dem ersten Kampf tot waren und halt einfach da auch tot lagen und man nicht extra nochmal ständig auf sie einprügeln musste, weil das nervt tierisch, wie man sieht. Einfach nur nervig. Da oben der mit der Armbrust nervt auch schon wieder rum. Da unten sind auch nochmal fünf Leute. Oh Mann. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir hier diese blöde Mine geschafft haben. Jetzt schießt uns der gleich in den Kopf und dann fallen wir hier wieder runter. Doch nicht. Und ich glaube, wir brauchen den Gorn da. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Wir brauchen den Gorn da unten auch sowieso. Und der ist ja im Moment beschäftigt, schwer beschäftigt. Gut, da oben gucken wir erst gar nicht nach. Bitte, bitte, Gorn, bitte. Hoffentlich brauchen wir den nicht. Ach, da kommt schon der andere an wieder. Ja, ich weiß, bist ganz böse.
Zack. Das Plündern schenken wir uns jetzt auch. Weil sonst hängen wir hier echt wahrscheinlich noch 5 Monate in der Mine. So. Hinab, hinab, hinab. Denn irgendwo hier müsste sich ja ein Minecrawler verstecken. Müsste sich ja dieser... Da hinten sitzt er auch schon. Der Typ verstecken, der uns das Ulu-Mulu herstellt. Zack. So, und ich glaube, jetzt sollten wir auch genug Minecrawler... Was fehlt uns denn im Ernst? Eine Minecrawler-Platte? So, da hoch. Hallo, Orksklave. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Dahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Ja, ganz ruhig. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Dahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Gut, wir werden die schon für dich finden. Was bedeutet Dahluk? Was bedeutet Dahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Dahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulu-Mulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Ich werde die Medizin wiederfinden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Oh nein, Tarok. Wir beeilen uns. Wir machen so schnell wir können und ich bin mir sicher, dass die da oben auch war. Oder? Oder auch nicht. Hier ist das, wo wir von der anderen Seite... Hopp. Nein! Okay, wir leben noch. Alles gut. Nochmal ein paar Tränke rein. So. Lieber Tarok, wo ist deine Medizin? Konnte man hier noch irgendwo lang? Nein. Hier können wir nicht lang. Dann gucke ich noch mal hier vorne irgendwo. Glaube, wir müssen weiter runter, falls das hier geht. Oh, Gott sei Dank, ein Minecrawler. Zack und zack oder auch nicht. Zack. Dem nehmen wir die Panzerplatten ab und dann haben wir auch genug, glaube ich. Aber man kann ja nie genug haben, also packen wir uns hier auch nochmal welche.
So, und ich glaube, mich zu erinnern, dass die Medizin sich irgendwo hier oben verbarg. Org-Medizin, genau. So, dann auf zurück zu Tarok. Der andere Typ heißt übrigens Urshak und nicht Krushak. Ich habe, glaube ich, letzte Folge Krushak gesagt. Naja. So, Orksklave, Tarok, hier. Blablabla, hier, ich habe deine Medizin gefunden. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen, Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ortantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Okay, was ist ein Krotak? Was ist ein Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Da weiß ich doch, wo einer ist. Dwachkar, was ist das? Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhai? Wo finde ich Sumpfhai? Schwere Waage? Viele Sumpfhai bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Ja. Und Ortantak? Was ist ein Ortantak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Ja, Troll hatten wir ja schon, aber... Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Okay. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, Fremder kommen auf jeden Fall wieder, denn Fremder wollen, Ulumulu, ne? So. Ich glaube, haben wir den ganzen Blödsinn jetzt hier befreit? Auch ohne Gorn. Der treibt mich echt in Wahnsinn, der Kerl. Wäre ja zu schön. Ich töte hier einfach nochmal alle Gardisten, die da unten rumstehen. Und mit ein bisschen Glück... Ach, die rennen einfach weg. Pokal. Oh, bitte nicht. Bitte nicht von der Leiter schießen. Bitte nicht. Oh, es war so klar. Toll. Gut, dann muss ich oben irgendwie schnell hüpfen, damit ich an den Typ komme, oder was? Ach, Mann! Oh, dieses Spiel. Manchmal, es treibt einen echt manchmal zur Verzweiflung. Ist das denn so schwer? Gut, dann hüpfen wir einfach von hier oben darüber. Vielleicht funktioniert ja das. So. Ich bin feige und speichere einen anderen Spielstand ab. Weil wenn der Gorn wieder Blödsinn macht... Jawohl. So. Stechen wir ihn von hier oben ab. Geht auch. So, egal.
Tot? Ja. So, dann können wir auch hier diesen... Was war das jetzt? Dann können wir auch hier diesen Schauplatz verlassen. Ah, hi. Denn so langsam reicht's mir hier unten echt. Und ich hoffe, wir brauchen den Gorn nicht. Aber wir brauchen ihn bestimmt. Ich gehe einfach nochmal da runter und quatsch ihn nochmal an. Vielleicht triggert das ja irgendwas und er erzählt uns was und dann können wir ihn einfach da drin lassen. In seinem Kampf mit sich selbst da unten in der, in dem Schacht. So, Gorn. Ich denke mal, wir müssten jetzt eigentlich alle Gardisten haben. So. Hoffe ich doch, dass wir alle haben. Nicht so wie er. Er hat sie auf jeden Fall nicht mehr alle. Er ist nämlich auch einfach weg. Gone. Okay, schön. Wird immer besser. Wäre natürlich cool, wenn er jetzt einfach draußen vor der Mine warten würde und einfach nichts tut und einfach mal... Oh, ja. Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Hallo. Okay. Auf in den Kampf. Sind anscheinend wohl doch noch welche übrig, oder was? Wir gehen mal raus. Oh Mann. Ach, Gott sei Dank. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Gut, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Dann... Bis später. Mach das. Wir kippen uns erstmal einen Mana-Trank rein. Dämonen-Wassermagier. Zack. Da sind die Guten wieder hinter dem Stargate und dann gehen wir schnell zu Wolf. Bringen dem seine Panzerplatten. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf die Suche nach diesen ganzen Zutaten für das Ulumulu. Aber das ist ja eigentlich alles... gut hinten beim Sumpf verteilt. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Und dann lernen wir von dem noch schnell... warte mal, kann man ihm noch welche geben? Ich habe einige der Meinung. Zu wenig. Okay. Bring mir mehr. Na gut. Er kann. Warte mal, kann er mir das nicht beibringen? Wie komme ich an Fett? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Eile. Ah, ja. Redford und Drax treiben sich nach. Okay. Dann lernen wir das nämlich bei denen. Damit wir auch das Horn von dem Schattenläufer abbekommen.
Und jetzt habe ich den überschrieben. Nein. Aber es hat ja alles geklappt, Gott sei Dank. So. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.